Darf ich mal ganz kurz auch für Sie vorstellen, das Podium sozusagen, das Ihnen heute auch für Fragen zur Verfügung steht. Ich darf mit der Dame beginnen, Theresia Vogel, Geschäftsführerin Klima- und Energiefonds, Hausherrn Bürgermeister Siegfried Nagel, Ingolf Schädler in Vertretung von Herrn Bundesminister Klug, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, Peter Umundum, Mitglied des Vorstandes der österreichischen Post AG, Wolfgang Malik, CEO Holding Graz, Graz Holding, Jonathan McDonald, hier als Experte für Change- und Transformationsprozesse, Thomas Bucher, Städteplaner, Architekt und Veranstalter der Deutschen Konferenz. Das Format ist so, dass ich mit drei Impulsen gerne hier noch einmal das Thema anreißen möchte, vor allem für jene von Ihnen, die heute Vormittag nicht dabei waren. Dann werde ich jeweils eine Frage an die Teilnehmer am Podium stellen und unmittelbar anschließend gibt es dann feuerfrei für Sie Frage und Antwort. Stehen Ihnen die Dame und die Herren zur Verfügung. Wir denken an einen Zeitrahmen von 60 Minuten im Anschluss daran. Der Heuer Nummer 9 war, glaube ich, der Sitzungsraum ist das Pressegespräch mit der Frau Vogel, Klima- und Energiefonds, und daran in Anschluss wiederum ist dann das Pressegespräch mit Herrn Obereit, ehemaligen Bürgermeister von Berlin, für diejenigen, die Interesse haben, sodass sie wissen, wie die weitere Abfolge ist. Ich darf noch einmal sagen, dass wir alle sehr glücklich und zufrieden sind über diesen Beginn der Urban Future Konferenz. Am Wochenende musste die Registrierung geschlossen werden. Wir sind hoffnungslos überbucht. 1600 Teilnehmer, mehr als 60% über dem Teilnehmerstand von zuletzt. Und wir haben 50% mehr Aussteller. Wir haben 200 Sprecher. Inhaltlich wohl das reichste Forum, das man sich hier vorstellen kann. Warum so erfolgreich? Weil es drei Botschaften gibt, die den Programm innewohnen und die hier, glaube ich, wirklich ins Schwarze treffen. Botschaft Nummer 1 ist, die Zukunft der Städte ist entscheidend für unseren Planeten. Warum? Jährlich wachsen Städte um 80 Millionen Menschen. Das ist die Einwohnerzahl von Deutschland. 220.000 Menschen ziehen täglich in Städte zu oder wachsen aus den Städten heraus. Und diese Zahl wird Richtung sechsstellig zunehmen über die nächsten Jahrzehnte, wie Herr Schindler auch schon ausgeführt hat. Das Zweite ist, Städte müssen nachhaltig werden. Und nachhaltig aber nicht nur im Hinblick auf den Ressourceneinsatz, sondern auch sozial und wirtschaftlich nachhaltig. Und das Dritte ist, unsere Key Message ist, Städte müssen sich entwickeln entlang eines Change Processes, der bei uns allen, der im Kopf stattfindet. Wir beginnen jetzt mit der Runde Statements und bei der umgekehrten Reihenfolge, wie wir das hier bei der Eröffnungssession gemacht haben. Jonathan, I'm about to start with you, because with the reverse order as we had in the opening session, you have delivered a very inspiring speech, fantastic insights. I think there was only the last remark concerning your emails, which we didn't follow, yeah? But everything else, I think you were very much in line. Though, I assume that the starting point of the change process is to make people aware of the need of it. So there is perhaps some bitter truths to share with all the stakeholders which need to change their mind, their mindsets. And politicians sometimes are a little bit afraid of doing this, because a big portion of bitter truths might turn the windmills of their opposition and not so much of their voters. Yeah. So how do you build a convincing case of change in a way that people accept the facts and everybody accepts the need for change? Well, firstly, I'm probably the least qualified person to speak about politics on this entire stage, if not the entire room. Definitely probably the entire city. So, with that caveat, I would say that if the context that we're looking at is whether we get elected, whether we stay in power, whether we win more supporters, if that's the context, then I think that real fundamental change in civilization could be missed. And I believe that it is absolutely fundamentally important
for us to, in any of these challenges, where we have a balance between what would be the right thing to do for the election year or whatever it is, with the point that we have absolute issues that need to be viewed on a holistic level, regardless of the political force or the political power. Holistically, those with us, those of us who have children, share the desire globally for a world where our children are happy and can live in a healthy way, regardless of political party. Those of us without children have a partner, a spouse, a parent, our own lives. We all have life. We all are humanity. We all are pressured by the same forces. And I think that if we look at it from a holistic level, and I would use the term elevation, if we elevate from a field with a windmill that is the political party and another windmill which is the opponent's political party, those aren't windmills. We need to elevate up to a field which is human life and the planet and Mother Nature. And that holistic view renders the small, minor view of opposition as irrelevant. Okay. Thank you, Jonathan. Wir gehen jetzt zur österreichischen Post AG und vielleicht wissen das nicht alle, die österreichische Post AG hat eine, wenn nicht die größte Flotte an Elektrofahrzeugen. Und ist für sein Bieter verantwortlich für die Entwicklung und auch für die Nutzung bis hin zur berühmten letzten Meile, die österreichische Post AG mit Abstand der größte Logistikprovider ist. Jetzt haben Sie etwas zu Ihrer Rechten, Herr Mundraum, auch ein Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr, Infrastruktur und Technologie. Was wünschen Sie sich denn eigentlich von der Politik, von der Wirtschaft, von Rahmenbedingungen, um diese Elektroflotte aufzubauen und erfolgreich einzusetzen? Also vielleicht einmal ganz kurz zum Aufsatzpunkt. Wir haben knapp über 1000 E-Fahrzeuge im Einsatz. Davon sind rund 300 zweispurige. Sind das auch wirklich voll committed. Wir produzieren teilweise auch unseren eigenen Strom für unsere Verteilzentren mit Solaraufdachanlagen. Wichtig ist mir auf Ihre Frage ganz konkret eine Investitionssicherheit für die Zukunft. Ich muss sagen, wir werden momentan wirklich sehr, sehr stark unterstützt und das ist auch wirklich eine tolle Unterstützung, die wir bekommen von diversen Fonds, von der öffentlichen Hand. Das funktioniert gut. Wir haben auch einmal schon ein Erlebnis gehabt bei Erdgasfahrzeugen, haben auch damals in Graz gestartet, wo sozusagen diese Unterstützung dann etwas abgeflacht ist und sozusagen der Fokus jetzt wirklich auf E-Mobility gesetzt wurde. Das ist, glaube ich, auch gut so. Aber wichtig ist einfach diese Nachhaltigkeit im Sinne auch von Unterstützung, auch steuerlich und so weiter, dass es gut in Zukunft funktioniert. Dann ja, werden wir auch auf dem Thema voll draufbleiben. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Frau Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds. Frau Vogel, Österreich, und das wissen wir hier in Graz recht gut, war mit der Elektromobilität, mit den Versuchs- und Testregionen vielleicht international gesehen etwas spät dran, letztlich aber sehr erfolgreich. Gerade Graz ist ein Herzeigebeispiel dafür, eine Schwerpunktregion mit großem Erfolg. Aber einer der Vorwürfe damals war, dass wir durch unsere föderale Struktur eigentlich immer wieder das Rad aufs Neue erfinden in der Elektromobilität. Jeder macht dieselben Erfahrungen aufs Neue. Wie vermeiden wir bei der Smart City, dass nicht der gleiche Vorwurf uns trifft? Naja, also der Vorwurf ist ja auch bei der Elektromobilität nicht zutreffend, aus dem einfachen Grund, weil die Themen Elektromobilität und Smart City wahnsinnig breit sind und es sehr viele Details gibt. Die Post ist erwähnt worden, ist eine unserer Modellregionen für Elektromobilität, macht mit ihrer Flotte ganz andere Themen als urbane Elektromobilität, beispielsweise in der Stadt Graz oder als eine Mobility Card mit E-Mobil in Wien. Also insofern sind wir gut abgesichert. Ansonsten kann ich eine sehr banale Antwort geben. Unsere Projekte werden mit einer international besetzten Jury ausgewählt, die natürlich sehr genau schauen, was gibt's schon am Markt, was passiert schon und was wird schon erforscht und was brauchen wir nicht noch einmal zu fördern. Aber auch bei den Smart Cities Projekten muss man einfach sagen, wir haben es heute gehört, die Bandbreite ist unglaublich groß. Und im nachfolgenden Gespräch wollen wir ja drei verschiedene Projekte vorstellen, die nicht nur verschieden große Städte sind, sondern auch total unterschiedliche Themen sich gesetzt haben. Bei dem einen geht es, also in Graz beispielsweise, geht es ganz klar um die Errichtung einerseits neuer Stadtteile, andererseits auch Refurbishment im Bestand.
mit bestimmten Lösungen. Schwerpunktmäßig jetzt in dem Fall geht es ja auch stark um Energieaufbringung. In anderen Bereichen, Oberwart ist eine Kleinstadt, da geht es eher um ein lokales Smart Grid, ja. Und Hallein ist noch einmal ein anderes Thema, wo es sehr stark auch um sozioökonomische Fragen geht. Also Redundanzen kann und darf ich ausschließen. Okay, danke sehr. Thomas Bucher, Sie sind Gesellschafter der Urban 15. Thomas Bucher ist ja Gesellschafter der Urban Future Konferenz und hier auch aktiv, wie wir vorher schon gehört haben, bei der Leitentwicklung tätig. Gleichzeitig ist er aber weltweit wirklich anerkannter Städteplaner. Ich denke, was uns alle aus österreichischer Perspektive interessiert ist, welche Unterschiede sehen Sie denn eigentlich bei Projektausschreibungen, Projektentwicklungen, bei den Visionen, sei es in entwickelnden Gebieten wie USA, Europa, gegenüber Emerging oder Developing Countries? Gibt es da auszumachende Unterschiede in dem Ansatz, wie Urban Development stattfindet? Ja, natürlich gibt es da Unterschiede. Also bei den Emerging Countries ist es im Prinzip so, dass natürlich da kompletter Druck dahinter steht. Jeder, der in so einem Land lebt, kann mit Arbeit und mit dem Change, der passiert, reicher und wohlhabender werden und ein besseres Leben führen. Deshalb ist es ein breites Bevölkerungsverständnis, dass Change absolut gut ist. In unseren Ländern ist es so, dass wir natürlich eine längere Kultur haben an Planung und an Kommunikation und auch an Politik und so weiter. Und wir haben schon einen sehr hohen Level. Und deshalb ist bei uns natürlich ein bisschen das Problem, dass man den gerne ein bisschen abgesichert haben möchte. Und wenn jetzt Change daherkommt, wenn der Wind kommt, dann sind wir ein bisschen eher geneigt, dass wir eine Wall bauen, anstatt dass wir eine Windmühle bauen. Und das ist halt das, was sich bis in die letzten Gefilde von unserer Verwaltung auch durchsetzt und auch bis in die letzten Gehirnzellen von jedem Österreicher ein bisschen drinnen ist. Und das Problem ist halt, wieder die Emerging Countries, die ändern sich sehr schnell. Aber die ändern sich so schnell und mit so einer Dynamik, dass man natürlich auf Details auch nicht wirklich achten kann. Und man kann auch nicht jetzt wirklich alles, was man macht, immer sofort wieder analysieren und verbessern und so weiter. Also es werden mit der großen Änderung auch viele Fehler gemacht. Auf der anderen Seite ist man mit der Geschwindigkeit natürlich dann auch der Erste global und ist halt hin und wieder irgendwo am Schalter dann auch der Erste, der das Geschäft macht. Ne? Und bei uns ist es halt ein bisschen umgekehrt. Wir haben eine große Diskussionskultur, bei uns werden Sachen abgewogen, es wird auf Qualität geachtet und so weiter. Das ist natürlich fantastisch, aber das wiederum bedingt, dass manchmal halt wir zu langsam sind. Und das Ziel wäre eigentlich auf unserer Seite, dass wir schneller werden, und da reden wir schon von massiv schneller werden, und auf der anderen Seite, dass man qualitativer wird, dass man höhere Qualität zusammenbringt in den Emerging Countries. Und ich glaube, das ist genau die Basis, wo ein guter Austausch stattfinden kann. Und deshalb wiederum Urban Future Conference ist genau das richtige Medium, wo sowas auch stattfinden kann. Vielen Dank. Wolfgang May, steht der Holding Graz vor. Eine Gruppe von Unternehmen, die Graz erbringt. Ähnlich wie in anderen Ländern wurde hier erfolgreich der Versuch unternommen, nicht unternommen, aber erfolgreich ist durchgeführt, dass kommunale Dienstleistungen durch privatwirtschaftliche Unternehmen in effizienter Art und Weise durchgeführt. Wenn man sich das aber genau anschaut, Wolfgang, dann in dem Unternehmen, dem du vorstehst, die Produkte, die Dienstleistungen und die Tarife macht ihr in eurem Unternehmen ja nicht selbst, sondern die werden also durch die Politik mit vorgegeben. Wie geht man eigentlich mit diesem Spannungsverhältnis um? Naja, das ist gar nicht so kompliziert, wie sich manche das vorstellen. Wir machen einvernehmlich unsere Budgets und unsere Bilanzen und da gibt es Service Level Agreements, das heißt Qualitätsstandards müssen passen und auch die Effizienz bei der Leistungserbringung. Das ist eine klare Vorgabe, das wird jährlich verhandelt und betrifft vor allem den großen Bereich der kommunalen Dienstleistungen, wo wir de facto seit der Gründung der Holding Graz ja alles in unseren Konzern übertragen bekommen haben. Wir haben aber den großen Bereich der
marktwirtschaftlichen Beteiligungen, wo wir uns mit Partnern orientieren, also mit Deco, mit Swissport am Flughafen, mit der Energie Steiermark, was die Energie betrifft. Und das große Thema, wo wir zwar nicht die Tarife und die Kosten abstimmen müssen, sondern wo wir quasi mit dem Kopf und mit der Umsetzung dabei sind, das sind halt die urbanen Stadtentwicklungen oder die städtischen Projekte. Und da denke ich jetzt an die E-Mobility-Modellregion, wo die Holding quasi der Umsetzer für die Stadt war und nicht nur jetzt anbietet etwas für die Kunden in der Stadt, sondern auch wir in unserem Konzern haben über 110, wir sind zwar nicht so groß wie die Post, aber alle Quote berechnet, ist es wahrscheinlich auch ein guter Prozentsatz, 110 Fahrzeuge fahren bei uns schon auf E-Mobility. Oder ich denke an die neue Modellregion Energie, wo wir Partner gemeinsam mit der Energie Steiermark sind, oder nachhaltige und wirklich zukunftsorientierte Ökoprojekte wie der zentrale Speicherkanal mit einem damit verbundenen Urkraftwerk, wo wir in Zukunft in der Gestaltung der Stadt natürlich über Auftrag der Politik und Initiative der Politik ganz eine gewaltige neue Dimension mitgestalten werden. Vielen Dank. Rudolf Schädler, Ministerial verantwortlich für den Bereich Innovation im Bereich des Bundesministeriums für Innovation. Ist auch Vorsitzender der Joint Programming Initiative in Europe. Worum handelt es sich dabei und was an dieser Initiative ist gerade für uns hier bei dieser Konferenz relevant? Ja, vielen Dank und guten Morgen. Wind of Change ist heute thematisiert worden und man glaubt es manchmal nicht, dass auch die Politik die Zeichen der Zeit richtig erkannt, und in diesem Fall, glaube ich, hat sie es. Als vor etwa 5-6 Jahren wurde im Europäischen Wettbewerbsrat wurden die 10 Grand Challenges beschlossen, die Europa als Herausforderung sieht und wo Forschung in Europa gebündelt werden soll zwischen Nationalstaaten und der Europäischen Kommission. Eine dieser Grand Challenges ist Urban. Und aus dieser Challenge heraus hat sich Urban Europe entwickelt. Das ist heute ein Zusammenschluss von 22 europäischen Staaten, muss ich sagen, großteils aus der Europäischen Union, aber es ist auch Norwegen, die Schweiz, Türkei sind mitbeteiligt, die hier Gelder zusammenlegen und Forschung finanzieren auf dem Gebiet Urban. Und im Wesentlichen, was hier finanziert wird, sind hier neue Ideen, sind vor allem auch Strategic Advice. Wir müssen wissen, was die Zukunft bringt. Und vor 2 Jahren haben wir Urban Europe den sogenannten die Megatrend Study veröffentlicht. Urban Megatrend Study for Europe ist unter Urban Europe auch einsichtig. Die wurde im Europäischen Parlament präsentiert, auch vor dem Komitee der Region und der Kommission. Und die hat gezeigt, dass in Europa die Entwicklung schon ganz anders zum Teil verläuft als woanders. Wir alle kennen, ich habe es in meiner Rede auch heute in der Früh angeführt, die großen Entwicklungen in Asien, da erwarten wir Megastädte, die zwischen 80 und 120 Millionen Einwohner haben werden bei 2050. Das wird Europa nicht haben. Daher war der Anspruch, das auf Europa anzuschauen. Diese Studie zeigt, dass in Europa ganz andere Trends laufen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir sehen große Differenzen, wie die Megatrends auf die europäischen Städte wirken zwischen Ost und West und Nord und Süd, und daraus kommen ganz unterschiedliche Handlungsempfehlungen für die Politik, und dort wird spannend. Okay, vielleicht kommen wir dann bei Ihrer Fragenrunde genau auf diese spannenden Thematiken noch zu sprechen. Siegfried Nagel, Bürgermeister von Graz, 2. Mal Urban Future Konferenz hier. Was hat die Stadt Graz bewogen, hier diese Initiative so ausdrücklich zu unterstützen, und was nehmen Sie selbst mit? Jetzt erst einmal das Wichtigste für mich überhaupt jetzt in diesen herausfordernden Zeiten ist, dass wir die Freude an der Veränderung und die Freude am Wandel generieren. Und das musst du dich in der Politik erst einmal trauen, weil es wurde schon gesagt, wenn es einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft nicht gut geht, dann wird Wandel meistens als was Positives betrachtet. Und wenn du
in einem gewissen Wohlstandslevel hast, dann kann und ist für viele Menschen Wandel und Veränderung ein Bedrohungsszenario. Und wir müssen nicht nur in der Politik, du musst viele Partner finden, deswegen bin ich so dankbar, dass diese Urban Future Konferenz in der Form stattfindet, dass so viele Menschen schon kommen. Wir brauchen Partner, um diese Freude am Wandel bis zu den Menschen zu bringen. Wir müssen sie mitnehmen. Und ich glaube, es war sogar die letzte Urban Future Konferenz, wo in einem Eingangsstatement damals gesagt, also auch diese Thematik ganz klar da war, trauen wir uns überhaupt zu, in einer veränderten Welt zu leben. Ich stelle fest, es gibt viele Dokumente, viele Papiere, die auf einem internationalen Level vereinbart werden. Das ist gut so. Aber ich nehme nur die Flüchtlingskrise und die europäischen Dokumente her. Aufschlagen tun die Menschen in den Städten. Ja, sie kommen zu uns und wir müssen dann tatsächlich anpacken und Lösungen finden. Und das, was wir hier in Graz tun und was der Herr Buch als auch neuer Partner der Urban Future Konferenz jetzt in die Welt hinaustragen wird, weil er auch an anderen Plätzen diese Urban Future Konferenz und dieses Format aufbauen möchte, ist der Marktplatz an Ideen. Und was du immer brauchst, ich habe auch so zwei Lebensmotto in der Politik für mich generiert. Das eine ist der kurze Satz mit 4 Buchstaben, tu es. Und der andere stammt von einem Verkaufstrainer, den ich einmal vor 30 Jahren kennengelernt habe. Der hat gesagt, auf die Dauer hält niemand meine Ausdauer aus. Also wir müssen uns langsam aber sicher einmal trauen und es auf den Boden bringen und nicht nur reden. Und du musst auch dranbleiben. Und das war immer so, egal welche Innovation auf der Welt war. Am Anfang ist dieses Belächeln und dieses wird nie funktionieren. Schönste Beispiele, Smartphones und all das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und ich freue mich schon drauf, dass wir aus Graz auch bei den nächsten Konferenzen in den nächsten Jahren den Menschen zeigen können, wie das wirklich funktioniert. Wir haben eine Modellregion hinter dem Bahnhof, wir haben Reininghaus, das wir entwickeln, wir haben Partner gefunden wie die Post, wo es plötzlich Fahrräder gegeben hat, E-Bikes gegeben hat, jetzt eine ganze Elektroflotte und. Und damit verändern wir ja wirklich die Welt. Und die Frage beim letzten Mal war, wer möchte denn wirklich in der Vergangenheit leben? Das ist nämlich der einzige Zeitpunkt, den wir sicher bezeichnen können. Das tägliche Leben, das Hier und Jetzt und das Morgen ist Unsicherheit. Und das müssen wir den Menschen einmal sagen. Und da war die Frage von einem Vortragenden, wer möchte in welcher Zeit leben? Bitte Hand hoch. Ja, damals glaube ich sogar noch die Frage, vor allem welche Frauen möchten in welcher Zeit leben? Suchen Sie sich ein Jahrhundert aus. Es ist ziemlich ruhig geblieben. Es wollten alle hier und im Jetzt leben und haben sich keine andere Zeit gewünscht. Und wir dürfen jetzt Teil einer solchen Veränderung sein. Und dass da Graz mit dabei ist, hat einen ganz einfachen Grund. Ich verfüge in Graz über viele, viele kreative Menschen. Das kommt aus einem ganz, ganz großen Kreis von Forschungseinrichtungen, von Universitäten, von Schulen, von Kunst- und Kultureinrichtungen, von NGOs. Und die arbeiten gerne an Veränderungen. Und das ist auch ein Spirit, den wir in dieser Stadt haben. Und vielleicht gelingt es uns, andere Bürgermeister anzustecken. Die Arbeit wird bei uns bleiben, das behaupte ich heute schon. Die Arbeit bleibt den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und ihren Verbündeten, ihren Kollegen in den Stadtregierungen, in der Verwaltung, in den Betrieben. Die Arbeit wird bei uns bleiben und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir uns bei diesen Beispielen austauschen. Und das ist für Graz auch gut, weil wir lernen dazu und selbst in der Vorbereitung, ja, das ist ja eine Verpflichtung. Wenn du in Graz diese Urban Future Conference organisierst, dann kommen Menschen aus der ganzen Welt und sagen, jetzt zeigt es einmal her, was ist denn da so besonders an euch? Ja, gibt es da was, was zum Herzeigen ist? Und das ist das, was wir brauchen. Ich habe das im Kulturhauptstadtjahr 2003 erlebt. Ja, der Fokus von außen, wenn Menschen von außen kommen, musst du dich selbst vorbereiten, musst du selbst weiter tun. Und ich glaube, davon wird auch Graz profitieren. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir kommen zu einer Frage und Antwort kommen. Wer ist der Eisbrecher? Bitte sehr. Wenn Sie auch kurz sagen, welches Medium Sie sind oder da repräsentieren und an wen Sie die Frage richten. Okay. Mein Name ist Aisha, ich bin freier Journalist, ich schreibe für verschiedene Medien. Ich bin sehr froh über das, was Sie am Schluss gesagt haben, Herr Bürgermeister, weil man kann ja sagen, die Challenges ändern sich ständig. Die sind ja nicht fix. Dann tauchen also Schlagworte auf, hier oben steht, das Klima hat Zukunft und solche Sachen, das sind für mich eher Schlagworte. Auch Global Warming ist ein Schlagwort. Das hat der Per Espen Stoknes, hat ein Buch mit einem sehr humorvollen Titel geschrieben. What we think about when we try not to think about global warming. Und
Ich würde jetzt die Frage, stelle jetzt die Frage an alle Beteiligten, vor allem auch an die Architektenseite. Denkt irgendjemand in dieser Beziehung auch an die Flüchtlinge? Was das für die Stadt bedeutet und für die Entwicklung der Stadt? Man muss nämlich zum Beispiel wissen, dass in den großen Flüchtlingslagern in Jordanien bereits die Menschen 14 Jahre durchschnittlich dort sind. Das ist ja schon fast eine Generation. Was bedeutet das für die Veränderung und die Zukunft unserer Städte? Beziehen wir das mit ein? Wir sammeln jetzt einige Fragen und werde dann mir erlauben, die ein bisschen zu verteilen, damit es kompakt geht. Da war vorher noch auf der Seite. Nein, bitte dann. Also, mein Name ist Fries von Diorama und ich hätte direkt anschließend daran die Frage auch an Herrn Nagel. Und zwar war, wenn man es ein bisschen verfolgt hat, wie sich das Programm der Konferenz gewandelt hat, wie es üblich ist im Vorfeld, ein Panel geplant, genau zu diesem Thema irgendwie auch, und zwar Wohnraum für Flüchtlinge. Und das ist irgendwie wieder verschwunden. Da wollte ich auch mal anrufen und fragen, was es damit auf sich hat. Ja, gut. Habe ich notiert, bitte sehr. Beziehungsweise ich knüpfe gleich, fällt gerade auch von Diorama, knüpfe da auch gleich an. Weil auch bei Ihnen, Herr Nagel, da gibt es ja so ganz tolle Citizenship-Konzepte, wo eben, was Sie ja auch vorher genannt haben, wo einfach bestimmt ist, dass die Stadt Integration leisten muss, weil der Staat, die kommen halt in der Stadt an. Was da konkret für Maßnahmen vielleicht auch geplant sind von Seiten der Stadt Graz? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ja. Können Sie das noch einmal wiederholen, die Frage, bitte? Ja, was für konkrete Beispiele, woran die Stadt Graz arbeitet, um auch den Leuten die hierher kommen, eine Stimme zu geben, weil Sie haben auch gesagt, die Politik muss mit Menschen planen. Und wie gesagt, die sind jetzt da, die werden wahrscheinlich viele davon da bleiben, wie bringt man sie auch in die Stadt Graz ein? Noch etwas, was thematisch hier dazu passt, weil dann werden wir später wahrscheinlich zu anderen Themen gehen. Wenn nicht, Jonathan, I briefly explain for you also. There was the request that everybody on stage makes a short statement whether and if yes, refugee, you know, this huge inflow of refugees, especially here to Middle Europe, yeah, might be changing mindsets of people who are in this change process, and how we integrate the needs of the refugees into urban planning and any change process, because this is more than touch, as you probably know. Yeah? To give you a little bit time to think about this, vielleicht darf ich mit Ihnen beginnen, jetzt sind Sie natürlich angesprochen, wir haben, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, drei Aspekte. Die Frage ist, wie, wo und um wie viel, weil auch bei der letzten Urban Future Conference ist ja angesprochen worden, wir bauen ja auch viel zu teuer. Also das Thema Affordable Living ist ja auch ein Thema. Was sind so die Schwerpunkte, die Ihnen als Städteplaner durch den Kopf gehen? Also das ist natürlich ein unglaublich komplexes Thema, das da über uns hereingebrochen ist. Weil früher haben wir gerade gehört, dass in Europa ist ja ganz anders wie in den Megacities, weil in den Megacities, die wachsen so schnell. Und jetzt ist das aber plötzlich ein Aspekt, den mit dem Megacities schon länger leben. Und jetzt kommt es zu uns nach Europa auch, dass einfach viel zu viele Leute zu uns wollen. Und heute zur Zeit auch wesentlich mehr, als wir erwarten wollen oder als wir gedacht haben oder als wir vielleicht auch aufnehmen können. Und da ist die Städteplanung ganz gewiss gefordert. Und da kommen wir in ein anderes Problem, dass Städteplanung an sich viel zu lang dauert, dass man da jetzt schnell reagieren kann. Ich bin ja nicht der Experte, der die Lösungen hat, weil selbst die ganzen Experten, die daran arbeiten, glaube ich, die Lösungen noch nicht wirklich haben. Man muss sicher schauen, dass man, was geht, dort löst, dass die Menschen gar nicht erst zu uns kommen wollen. Aber das ist jetzt da schon ein bisschen spät, ne? Und die zu uns kommen wollen, müssen wir mal grundversorgen und dann müssen wir natürlich schauen, wie wir die möglichst gut integrieren. Und ich würde schon denken, dass ich würde schon auch hier versuchen, positiv zu sehen einmal, auch als Wind of Change, soweit es geht. Beispielsweise waren die Vorfahren von Steve Jobs Syrer, die nach Amerika eingewandert sind, habe ich jetzt einmal gehört. Also das ist durchaus ein positives Potenzial. Wie man da jetzt sofort reagieren kann,
das ist so komplex. Wir haben jetzt schon in der Steiermark kurzfristig die Bauordnung sogar ein bisschen geändert, dass wir günstigeren Wohnraum schaffen können, das, was letztlich dazu führt, dass man halt Container überhaupt aufstellen kann, weil Container an sich als Gebäude gar nicht erlaubt waren aufgrund von verschiedenen Normen, die halt mittlerweile so hoch sind, dass wir aber anders das Problem haben mit günstigen und leistbaren Wohnbau. Das wurde einmal gemacht. Gut, dann hat man halt einmal ein Dach über dem Kopf. Die wichtige Frage ist ja, wie funktioniert dann wirklich die Integration? Und da ist meine Meinung, aber das ist auch nur einmal, das wäre nur einmal ein Ansatz. Es wird nicht gehen, dass man sagt, man verteilt jetzt jeden, der kommt sozusagen prozentuell über die ganze Stadt. Weil dann produzieren wir gleichzeitig so viele Probleme, weil quasi neben jedem Eigentümer oder Bewohner der Stadt wohnt in irgendeiner Umgebung jemand, der jetzt fremd ist. Und wir wissen, dass das halt ein Konfliktpotenzial ist. Gleichzeitig kann man auch nicht das Gegenteil machen, dass man jetzt sagt, irgendwo gibt es einen Stadtteil und jeder kommt einmal dorthin, weil das funktioniert natürlich auch nicht, weil dann haben wir das nächste Flüchtlingsghetto bei uns. Also die Frage ist, wie man das jetzt ausbalanciert. Und wir wissen ja ein bisschen über sinnvolle Größen, wie groß eine Nachbarschaft sein können, wo Leute gut miteinander leben können und sich gut verständigen können, wann es zu klein ist und wann es aber auch zu groß ist, dass zu viele Konflikte entstehen, dass Anonymität entsteht und so weiter. Und eine gute Einheit zum Beispiel von einer Gruppe von Menschen, die zusammen wohnen, sind ungefähr 50 Leute. Das ist wie eine ganz kleine Nachbarschaft in einem Dorf oder in einer Straße oder so. Ne? Und die Überlegung ist halt, dass man Einheiten in dieser Größe in guten Plätzen in der Stadt schafft, dass man es einmal hat. Und dann hat man aber erst 5% von der Aufgabe getätigt, weil die anderen 95% ist, wie wird das geführt, wie wird das gemanagt, wie werden die betreut. Wie wird ihnen unsere Kultur näher gebracht, weil es ist schon so, dass viele Werte, die wir haben in unserer Kultur, auf die müssen wir auch bestehen und werden wir auch bestehen. Und andere Sachen, da können wir wieder wesentlich offener sein. Ne? Also das ist ja ein Prozess, der wird auch nicht schnell gehen. Ne? Der wird, erfahrungsgemäß geht es ja über Generationen. Und insofern, da müssen wir uns auf einiges einstellen natürlich. Es wird zu schaffen sein müssen, weil es gibt eh keine andere Lösung. Okay, vielen Dank. Before we move to the mayor, who has been addressed specifically, Jonathan, disruptive changes because of a change process. So we are refugees and we are okay, same question. New and we have a new challenge. Do you have any idea how this change process needs to be enriched in order to cope and handle all this? Well, I'm going to keep this really brief because I think there's other people more qualified. But I mean, I think that you can view this from a political standpoint, and we can view it from a macroeconomic standpoint in terms of resource and trade, and we can view it from a humanitarian standpoint as well. My preference for this, due to my lack of qualification of the former, is to actually concentrate on the latter for this question. I think if we're talking about the production and the destruction of resource and the impact of population in general, I mean, my parents are refugees, so my actual personal view is somewhat different than what I view how resources work. I think we have a multiple issues to deal with, which are, if you distill them down, tend to be around what is produced and what is consumed and the balance of that, and level of population and the amount of land available. These are things that are actual issues, and I can't talk on whether or not this particular issue of refugees and even in Europe is something that has one answer. These things are paradoxical. Problems have an answer. Paradoxes have nothing but balance. And this is a paradox that we have. There is no right or wrong. There is different ways of looking at it. But there is something that is a problem, and that is the amount of resources that we consume as a planet versus what's left, and the population volume is a problem. Refugees in this situation is a paradox. And my personal standpoint in terms of answers on a stage is to deal with problems rather than pretend that I'm qualified to answer paradoxes. Thank you. Herr Bürgermeister, Sie wurden mehrfach angesprochen.
Dankeschön. Ich möchte bei Ihrer Frage beginnen, weil Sie zum Beispiel auch den Klimawandel angesprochen haben. Und da gibt es viele Überschriften. Die Frage ist, wie du es dann tatsächlich schaffst, im urbanen Raum diese unglaubliche Erwärmung, die es gibt, zumindest zu drosseln. Wir haben uns mit dem Thema jetzt seit einigen Jahren beschäftigt. Wir haben auch Programme jetzt entwickelt, damit das tatsächlich passiert. Das bedeutet, dass vor allem, wenn es um Wohnungen geht, in Graz immer mehr Gründächer vorgeschrieben werden. Es ist nämlich unglaublich, wenn du ein schwarzes, dunkles Flachdach hast und du begrünst es, gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen, dann hast du bei einem gut begrünten Dach ungefähr 22 Grad Temperatur, während du 78 Grad Temperatur hast bei einem schwarzen Flachdach. Das heißt, da geht es auch schon gut, das heißt, die Investoren arbeiten fast schon von allein jetzt, weil wir das vorschreiben. Bei den Industriehallen, die besonders viel ausmachen, habe ich gerade ein großes Problem in Graz, weil wir in der Automobilproduktion wird das sehr erfolgreich jetzt in den nächsten Jahren sein werden, geht es um neue Logistikzentren etc., waren Investoren bei mir und haben gesagt, Herr Nagel, bei Ihnen in Graz möchte ich eigentlich gar nicht mehr bauen und investieren, wir gehen dann lieber ins Umland, die Stadt ringt dann wieder aus, also schlecht, wenn ich so sagen darf, für die Gesamtentwicklung, auch ökologisch gesehen. Wie können Sie mir helfen, weil Sie schreiben mir begrünte Dächer vor und das schaffe ich in der Dimension nicht, das kostet zu viel. Jetzt haben wir uns einmal hineinbegeben und schauen mit diesem Unternehmen, wie kann man künftig optimal auch im Industriebereich Hallendächer so ausgestalten, dass die Kosten nicht über 10% gehen. Wir in Graz, ich spreche gerade mit meiner Umweltstadträtin Lisa Rücker drüber, ob wir uns jetzt auch dann wirklich trauen, dass wir bei diesen Hallenprojekten auch eine zusätzliche Förderung zustande bringen. Wir haben Größenordnungen schon im Kopf. Wir beraten das gerade und wird auch kommen. Das heißt, wir müssen unsere Dächer begrünen, aber nicht nur die Dächer begrünen. Es geht ja heute auch darum, an den Fassaden und an vielen Bereichen etwas zu schaffen. Auch da hat die Stadt Graz gerade begonnen mit einem Beratungsprogramm. Das heißt, wir beraten jetzt Menschen, in welcher Form sie ihre Fassade begrünen, was es für die Fassade bedeutet. Viele Menschen haben die Spinnenphobie, haben erst diskutiert. Viele Menschen haben Angst, dass zu viel Ungeziefer dann bis in die hohen Stockwerke hinaufkommt. Andere haben Angst, dass das Mauerwerk zu stark zerstört wird und, und. Das heißt, wir haben jetzt Experten eingeladen, Menschen in Graz zu beraten, was sie dagegen tun können. Wir entsiegeln Flächen, wir haben ein Förderprogramm, dass Vorgärten wieder ihre Parkplätze verlieren und wieder begrünt werden. Da zahlen wir bis zu 100 Euro am Quadratmeter dazu, damit Menschen das tun. Manches mit mehr, manches mit weniger Erfolg. Und die neuen Projekte, die wir jetzt bauen und planen, Herr Bucher ist ja mit dabei, jetzt auch in Reininghaus, da wird ein Green Building gebaut. Wenn ich so sagen darf, so stark bepflanzt habe ich noch kein Gebäude persönlich gesehen. Wir werden es in den nächsten 2 Jahren in Graz dann auch wirklich anschauen können. Also es passiert dann was, sobald wir wirklich auf das Thema eingehen, direkt auch vor Ort. Jetzt komme ich zum Thema Zuwanderung und Flüchtlinge. Das eine ist, wenn du überfordert wirst als Bürgermeister, brauchst du über adäquate und ordentliche Unterbringung schon kaum mehr nachdenken. Das haben wir Gott sei Dank bis jetzt in Österreich ganz gut geschafft, aber die Sorge bei allen Bürgermeisterinnen, auch bei mir, ist enorm groß, dass du plötzlich mit Tausenden von Menschen konfrontiert wirst und den Wohnraum gar nicht anbieten kannst. Das, was ich prinzipiell für falsch halte, und da geht es um Zuwanderung generell und hat gar nicht mit Flüchtlingen zu tun. Auch bei Flüchtlingen gibt es welche, die vermögend waren oder mit ihrem Vermögen herkommen und sich sofort einen adäquaten Wohnraum schaffen. Aber es gibt natürlich auch viele, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Ich halte gar nichts vom Ghetto. Wir haben mit dem Land Steiermark, ich habe das schwer erkämpfen müssen, vor 2 Jahren eine Vereinbarung gemacht, dass wir keine Größenordnung über 50 Personen in Graz und möglichst in der Steiermark mehr haben, weil hunderte Einheiten oder mehrere hundert bis zu tausend, wie sie jetzt zum Teil untergebracht sind, verunmöglichen Integration. Das ist also unzumutbar auf Dauer und deswegen muss es auch da Programme geben. Ein Programm werden wir voraussichtlich am Freitag im Stadtsenat auch beschließen. Es gibt ja einen Call für Städte, die kriegen auch einen Zuschuss. Das geht, glaube ich, bis zu 50% Baukostenzuschuss. Das sind aber ganz, ganz schwierige Projekte, weil du musst ja dann in einen Bezirk gehen und sagen, so, da bauen wir jetzt ein Gebäude für Flüchtlinge.
Also wer das schon einmal miterlebt hat, da wirst du nicht nur verbal, sondern auch persönlich bespuckt, wenn du in einem Bezirk so etwas machst. Das sind ganz, ganz schwierige Diskussionen. Da musst du den Menschen erklären, wie Integration und Betreuung funktioniert. Und deswegen bei all den technischen Errungenschaften darf, das habe ich heute schon einmal gesagt, darf das Mitnehmen der Menschen nicht vergessen werden. Ich arbeite im Gegenteil seit 20 Jahren mit dran, dass der Grazer Westen, der historisch benachteiligt war, jetzt aufblüht, neben der Altstadt die Neustadt bekommt und dass wir auch die Mur jetzt heben, das ist ein Energieprojekt auch noch, und so schaffen wir, dass die Menschen wieder was Verbindendes und nichts Trennendes haben. Und ganz konkret, also bis jetzt ist es uns gelungen, viele der Flüchtlinge in Privateinheiten unterzubringen. Es ist uns gelungen, mit guter Betreuung, mit einem guten Betreuungsangebot, so in etwa 50er, aus der alten Zeit haben wir noch ein paar größere, maximal 100er Einheiten zu haben. Und meine ganz große Sorge und der Ärger war ja auch, wie es geheißen hat, es gibt ein Durchgriffsrecht und es werden die Kasernen befüllt. Also ich arbeite daran, dass das ja nicht passiert. Und zum Teil werden wir auch neu bauen müssen, aber gibt es natürlich auch wieder sofort soziale Reibereien, wenn ich so sagen darf. Es warten in Graz von Haus aus schon 2000 Menschen gerade auf eine Gemeindewohnung. Jetzt kommt jemand und soll sie plötzlich vor ihm bekommen. Also das muss man, wenn ich so sagen darf, sehr, sehr diffizil vorgehen. Ich glaube, wir sind da gut unterwegs und die Integrationsmaßnahmen, die wir setzen, die haben wir intensiviert und zwar massiv von den Deutschkursen. Ich habe den interreligiösen Beirat. Wir arbeiten mit Friedensarbeiterinnen in Graz, in den Wohnsiedlungen und, und. Ich könnte eine ganze Reihe von Integrationsmaßnahmen sagen, stellt an uns aber gewaltige Herausforderungen. Aber für mich ist immer wichtig, die Integration funktioniert nur dann, wenn du keine Ghettos schaffst. Und das haben wir bis jetzt gut verteilen können. In manchen Bezirken besser, in manchen Bezirken schwächer, weil die Preise zu hoch waren. Du hast ja oft nicht einmal die Grundstücke. Vielen Dank. Weitere Fragen bitte. Jetzt darf ich einmal kurz Ihnen, wenn Sie erlauben, Sie haben noch nicht, ich, eine Frage gestellt, dann werde ich auch noch. Ja, Herr Kemnitschka, Sie haben, also mein Name ist Stefan Wechser, ich komme aus Deutschland, ich berichte für die Fachvereinigung für Bauwerksbegründung. Fand ich ganz interessant jetzt, also Ihr Programm, gerade jetzt in Bezug auf Fassadenbegrünung, insbesondere auch im industriellen Bereich. Ja, selbstverständlich kann ich Ihnen, tauschen wir uns dann gleich aus, das schicke ich Ihnen zu. Ansonsten ja auch, mein Herr Bucher hat ja auch in Wien schon vorgestellt, ist ja jetzt, also ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber es ist ja auch irgendwie so eine Nachfolgegeschichte von Bosco Verticale, wo man jetzt schon gesehen hat, dass sowas geht, dass sowas auch gut ankommt. Ist natürlich, kann sich nicht jeder leisten, aber ich denke, das ist auch irgendwo ein Leuchtturm, der eigentlich so jetzt Graz in dem Bereich jetzt Future und sag ich mal Green City eigentlich auch sehr stark aufwerten könnte. Also ich würde schon sagen, das finde ich sehr, sehr positiv, ich werde es auch weitertragen. Und vielleicht könnte man ja auch mal mit verschiedenen anderen Verbänden auch noch ein engeres Netzwerk, auch was solche Konferenzen mit mal aufbauen. Besten Dank, bitte. Aber von der Leitungszentrum. Herr Bucher, wie würden Sie jetzt den Need for Change kommunizieren in Österreich? Österreich ist einfach ein Land mit kleinen Städten, in eng Millionenstadt, dramatisch von der Größe her. Aber nur hier ist, ins Licht rausgeht und sieht, was in Asien passiert. Warum soll man sich den Wechsel stellen? Hier sieht auch gratis eine lebenswerte Stadt. Warum eigentlich? Darf ich Sie bitten auch, dass wir die alle Fragen sammeln jetzt für die vorletzte Runde? Ja, ja, also ich habe meine Frage nicht irgendwie beantwortet gesehen, weil ich eigentlich gefragt habe, warum es um genau diese sozialen Themen hier nicht geht bei der Konferenz. Also ich weiß gar nicht allgemein in Graz, sondern ich weiß jetzt nicht genau, wer von Ihnen da wirklich eingebunden ist in die Programmierung. Aber warum eben diese soziale Dimension der Nachhaltigkeit, obwohl Sie selber sagen, dass es wichtig ist, die Leute mitzunehmen und diese Dinge zu bedenken, warum das nicht stärker thematisiert wird und vielleicht auch gleich an den Herrn Bucher, Sie sagen ja, dass Sie rausgehen wollen in die Welt und weitere Konferenzen starten wollen. Erstens, wissen Sie schon, wo das eventuell sein wird? Und zweitens, wie wird es schwerpunktmäßig aussehen? Ist das dann inhaltlich genauso ausgerichtet wie hier, also eher technisch und so weiter? Oder können Sie sich vorstellen, da vielleicht auch
sagen wir mal, soziale Aspekte mitzunehmen oder aufzuarbeiten. Okay. Aber darf ich vielleicht auch eine Antwort? Wir haben in Graz relativ viele Konferenzen auch zu dem Thema des sozialen Zusammenlebens. Ich glaube, dass das Modul durchaus künftig darauf wachsen kann, wobei ich es schon so sehe, dass all das, worüber wir reden, allen Menschen zugutekommen soll. Wir haben in Graz jetzt zwei Musterbeispiele, einmal dieses Smart City Fest hinter dem Bahnhof und ein zweites Mal Reininghaus. Und wir beschäftigen uns immer damit, dass wir zuerst schauen, dass Wissenschaft, Begegnung, soziale Begegnung und Kultur vor Ort sind. Bei Smart City im Bahnhof ist es so, dass dort eine ehemalige Industriehalle, die Listhalle, schon zur Kulturhalle wurde. Und daneben wird gerade der Science Tower gebaut und wir arbeiten auch dort an einer sozialen Kompetenzen und wir dürfen nichts vergessen, von der Grabbelstube, Kindergarten, Freiräume und, und. Und das Gleiche haben wir in Reininghaus. Die Stadt Graz wird eine alte Tennenmelzerei, eine Brauerei anmieten, mit Künstlern schon entwickelt, in verschiedenen Floors. Und schaut ganz toll aus, weil dieses alte Gebäude auch mit Glas geöffnet wird und so weiter. Auch ein Forum bekommt, weil es ein bisschen tiefer drinnen sitzt, in der Erde wird es ein Forum kriegen. Das wird das Sozial- und Begegnungszentrum sein. Das heißt, wir nehmen in der Stadtplanung und in der Stadtentwicklung ganz massiv Einfluss darauf, dass Begegnung, soziales Miteinander bis hin zur Spiritualität und einem Begegnungszentrum der drei großen Religionen in dem Haus möglich wird. Also das ist integriert auch im stadtplanerischen Ansatz. Ich möchte noch was ergänzen. Also das Thema ist nicht gecancelt worden in der Konferenz, auch in dem Smart City. Das haben wir Open Space Format, wo es genau um solche Themen auch geht. Es ist nur ein extra Highlight-Thema. Es ist eines von vielen Themen, die in dem Stadtgeschehen zusammenlaufen. Unsere Erfahrung mit solchen Projekten ist eigentlich, dass das Herauspicken einzelner Schwerpunktthemen, das teilweise auch in der Wirtschaft passiert, und das sind so Art Elfenbeintürme, die nebeneinander stehen, aber diese Interaktion dann nicht passiert. Ja? Ob es jetzt die Begrünung ist, dann wird die Begrünung vorangetrieben, man vergisst aber wieder auf die Energieaufbringung und vielleicht auf andere soziale Aspekte. Also für uns ist eher das eines von mehreren Themen, es kommt auf die Verschränkung an, und für uns ist es wichtig, dass man die einzelnen Gruppen zusammenführt, dass die sich austauschen, weil teilweise ist es so, wenn wir haben eine soziale Wohnbauprojekte bei uns in der Smart City drinnen, aber wir kommen einfach drauf, dass die Menschen, die sich mit sozialem Wohnbau beschäftigen, in einer anderen Turm leben, als diejenigen, die mit der Energieaufbringung sich beschäftigen, und dann gibt es wieder andere, die beschäftigen sich mit Mobilität. Und eigentlich wollen wir diese Verkrustung, sage ich mal, bewusst ein bisschen aufbrechen, jetzt auch stark auf der Wissenschaftscommunity, aber man muss einfach, die Menschen müssen sich einmal aus ihren eigenen Bereichen herausbegeben in einen gemeinsamen Open Space, deswegen gibt es bei uns einen Open Space, wo man genau das auch diskutieren kann. Und die Projekte, weil Sie gesagt haben, warum ist das gecancelt worden, in den Projekten, die von uns betreut werden oder gefördert werden, und auch in Graz, da läuft immer vor Ort sehr viel am partizipativen Verfahren, ganz einfach, weil viele Aspekte mit den Bewohnern, Bewohnerinnen entwickelt werden. Nur das haben wir jetzt nicht besonders gehighlightet, das stimmt. Weil wir einfach den integrativen Ansatz sehen. Wir müssen sehen. Jetzt bitte auf die Uhr schauen, und wir haben jetzt das eigentlich schon massiv überzogen, nicht weil wir hier die 60 Minuten überzogen haben, sondern weil wir etwas später begonnen haben. Darf ich Sie ersuchen, dass Sie noch ganz kurz... Ja, das Problem, ich muss ja dann eine halbe Stunde eigentlich spielen. Dann gehen Sie das. Machen wir einen Applaus. Aber den Joseph... Okay, so. Anschließend steht Buchersprecher Einzelgespräche zur Verfügung auf seiner Session. Machen wir das jetzt bitte ganz spontan und kurz. Bitte eine Frage noch. Ich komme vom Netzwerk für Partizipation Südtirol. Wir haben eine Webseite, Salto-Netzwerk. Kurz, ja. Und Sie sprachen bei der Veränderung von nachhaltig, also zukunftsfähig, von gemeinsam, von vernetzt. Und ich denke, dass eine Schwierigkeit zu dem ganzen Thema darin liegt, dass wir ein Bild vom Menschen haben, das sich fokussiert auf das Individuum und das die Gemeinschaft als Summe von Individuen sieht, die sich Regeln geben, damit sie sich gegenseitig nicht unbedingt abschlachten. Ich denke, es wäre sinnvoll und es wäre anzudenken, ob der Mensch, so meine ich, nicht wesentlich sowohl Individuum und gleichzeitig gleichermaßen Zelle der Gemeinschaft ist, und die Gemeinschaft ein Organismus ist, der eben nicht eine Summe ist. Okay, bitte hier noch und dann werde ich abschließen. Ja. Mr. McDonald, I'm English. The question is, what are the next great approaches in city development? What you are waiting for?
und Herr Bürgermeister Nagel, meine Frage ist, gerade so knapp 100.000 Pendler, die täglich in die Stadt reinkommen, da gibt es ja auch viele Fragen der Integration, teilweise gibt es auch Fragen wie Kinderwort, da müssen ja wirklich viele Leute auch mehr dazu zahlen, weil die Gemeinden da keine Zuzahlungen und nicht auch Platzleistung etc. Wie wird man in Zukunft solche Problemstellungen bewältigen? Und wird es auch eine Art, nach dem Vorbild von Rava, falls man zum Beispiel eines Jahreskartenzuschusses für Pendler geben? So, genau, jetzt müssen wir die Antwortrunde möglichst kompakt machen, weil einige schon weggehen. Herr Schiller, Sie wollten noch etwas sagen, glaube ich, als Reflexion auf die vorige Fragerunde. Und dann darf ich noch um und Malik bitten, wenn Sie noch eine Ergänzung haben. Dann ist Jonathan very briefly und Schlusswort Herr Nagel. Aber bitte ganz kurz, weil die Damen und Herren von den Journalisten natürlich auch zum nächsten Gespräch wollen. Ja, ganz kurz, es ist angesprochen worden, die soziale Dimension und die Frage der Flüchtlinge, Migration. Das JPI Urban Europe hat sehr frühzeitig auf Migration aufmerksam gemacht und hat dieses Thema auch in die Forschung einbezogen. Wenn man, ich habe vorher gesprochen, dass Europa unterschiedlich also zu betrachten ist. Wenn Sie Europa in der gesamten Weltsituation sehen, dann haben wir derzeit 7% noch der Weltbevölkerung und Europa wird das 4% absehbar sinken aufgrund der steigenden Zahlen rundherum. Das heißt, Europa hat aufgrund der Bevölkerungs- und Altersentwicklung eine sinkende Bevölkerung und im Osten dramatischer als im Westen. Da gibt es auch innereuropäische Migrationsströme. Und daher ist es gerade interessant, dass jene Länder, die am meisten Bedarf hätten auf Nachholbedarf sozusagen, am stärksten derzeit gegen die Flüchtlinge opponieren. Das kommt einfach daraus, dass Europa nicht auf diese Frage vorbereitet ist. Wir haben es im Europäischen Parlament auch debattiert und auch das Europäische Parlament aufmerksam gemacht, dass hier eine Politik für Europa zu entwickeln ist. Ich glaube, was das Schwierige in der gegenwärtigen Situation ist, dass Europa in vielen Teilen nicht auf diese Frage wirklich vorbereitet ist und zweitens, dass es so geschwind und in dieser Dimension kommt. Vielen Dank für das kurze Statement. Gibt es aus Sicht der Großpolitik Graz noch? Ganz kurz zum Thema Flüchtlinge noch, weil Sie gefragt haben, Wunsch an die Politik. Ein Wunsch an die Politik wäre, den Arbeitsmarkt sehr schnell aufzumachen für Flüchtlinge, die sagen, hier bei uns sind. Wenn Sie unser Geschäft hernehmen, da spreche ich für die gesamte Branche, wir wachsen mit 5-10%. Also es gibt großen Bedarf auf der letzten Meile, aber auch in den diversen Verteilzentren. Das sind typischerweise sind es angelernte Kräfte. Wir haben im Verteilzentrum in Wien jetzt ca. 20 Nationalitäten. Tag für Tag dort vor Ort. Je schneller das passiert und wenn man da auch mit vorläufigen Möglichkeiten arbeiten könnte, würde es der gesamten Branche dort helfen. Jonathan, please. Okay, whoops. I'll say this very clearly and only once. Gone is the time when we can start thinking, we can think that we have enough time to change. It's gone too far. The things that need to change in cities and civilization are now so desperately required, it's gone beyond a conversation and preference. I'm amazed that we even need to discuss various different things, especially around sustainability, that should have been put in place a decade, if not more, ago. I'm amazed that governments, such as the British government, challenge the EU, who have found them guilty of breaching emission levels. I find it amazing that there is even a question as to what we should do, because we know what needs to be done. It's just that when humans and politics get involved, things start getting sidelined and humans lose out. So it's not that what I'm looking forward to that's going to come in city planning. I want to instill a sense of urgency inside everyone's hearts and minds, because otherwise our children won't actually have a future that they can live in. Thank you, very strong statement. Bitte, Schlusswort. Ich darf auf Ihr Statement, das ich unterstreichen kann, kurz eingehen. Wenn 508 Millionen Europäer 2 oder auch von mir aus 5 Millionen Menschen nicht aufnehmen können, ist das eines der traurigsten Beispiele auf unserem Erdball, auf dem Planeten. Weil es macht prozentuell gesehen, wenn es 5 Millionen wären, über die reden wir ja gar nicht, macht es 1% aus und das wäre schaffbar. Wir leben in einer so egoistischen Zeit, aber auch in einer Zeit der Individualisierung. Das ist einer der 11 Megatrends.
Und diese Individualisierung bedeutet, dass auch in fast allen Städten fast 50% der Bewohner alleine leben und wohnen. Das heißt, sie verlernen zusehends noch zusätzlich Gemeinschaft. Der Mensch ist aber ein Gemeinschaftswesen. Es liegt an uns, das wieder allen klar zu sagen. Glauben Sie mir, niemand mehr als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister leiden darunter. Jeden Tag in der Diskussion, weil das Einzelrecht, der Ellbogen, der eigene Rechtsanwalt, deine eigenen Ideen immer vor der Gemeinschaft kommen. Das Hemd ist näher als der Rock, ist ein altes österreichisches Sprichwort. Das ist traurig. Wir müssen uns aber auf das vorbereiten, was wir heute auch gehört haben, dass die Welt wird sich ändern. Wir werden da gar nicht gefragt. Wir werden das Thema Gemeinschaft wieder stärker in den Fokus rücken. Und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. Schreiben Sie mal schnell. Also, das war. Ja, da geht's schon. Ich bin auch, und da haben wir vor Jahren begonnen, es gibt einen regionalen Entwicklungsverein ursprünglich, den haben wir in Graz auch schon begonnen. Ich habe eine Hundertschaft von Bürgermeistern, die rund um Graz sind. Ich bin der Vorsitzende des Zentralraums der Steiermark von Graz, Graz Umgebung und Pfalzberg. Und als solchen machen wir ein Projekt nach dem anderen, damit wir den Tellerrand, den wir da auch noch sehen, und dieses Puzzlespiel endlich beenden. Ein paar schöne Beispiele. Graz engagiert sich mittlerweile in vielen Gemeinden massiv mit. Sie sind alle in unserem Abwasserbereich fast drinnen. Wir sind in der Wasserversorgung mit ihnen gemeinsam unterwegs, im Verkehr immer stärker, wobei wir natürlich aufgrund der Verkehrsfinanzierungsschwäche, die generell in Österreich da ist, nicht so weit hinaus sind. Aber wir haben jetzt gerade im Freizeitbereich eine Kooperation mit Tal am Talersee gekauft, damit unsere Menschen in Graz und alle in der Region endlich wie am Schöckl dann diese Freizeiteinrichtungen nutzen können. Ich bin eigentlich gegen die Pendlerpauschale. Ich sage es Ihnen, die wird in Österreich jedes Jahr nur erhöht. Es gibt ein paar Menschen, die sie wirklich brauchen, weil sie noch keine adäquate Möglichkeit haben, weiterzukommen. Aber das ist für mich der falsche Weg. Wir brauchen die Nahverkehrsfinanzierung. Ich habe leider Gottes von allen Bundesministern und Ministerinnen der letzten Jahre immer das Schreiben gekriegt, wir sind für den individuellen Personen, für den Personennahverkehr in den Städten nicht zuständig. Aber ich glaube, da müssen Länder und der Bund vielleicht mit uns gemeinsam im nächsten Finanzausgleich endlich auch einmal, wie in der Schweiz sagen, der öffentliche Verkehr muss forciert werden, weil sonst gehen wir den falschen Weg. Also da müssen wir auch mutiger werden und nicht noch länger warten. Passieren schon ein paar Dinge. Ein Projekt habe ich, wird belächelt. Im Moment noch kann man für Einpendler abholen. Ich will Flughafen. Das Freizeitzentrum Schwarzwald zu Flüchtlingen noch untergebracht werden, aber wo es viel Freizeit gibt, künftig mit einer Gondelidee nach Graz hereinholen, wäre für mich viel spannender und viel schöner, mit der Zeitung und Kaffee hineinzugondeln und hineinzuschweben. Ich weiß viele hinter mir, aber ich weiß auch viele Kritiker, aber wir werden das Projekt als nächstes sehr massiv angehen. Der Herr Malek hilft mir da dabei. Vielen Dank für Ihr Kommen. Es gibt noch die Möglichkeit für bilaterale Gespräche und Frau Vogel anschließend ist Ihr Gespräch. Ja, nicht mein Gespräch, sondern das Gespräch dreier Smart Cities, die sich präsentieren wollen und werden. Also nicht, ich bin nur die Rahmengebende. Also bitte, Rahmengebende. Wollen Sie das? Die Klammer.